Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge war es so ein bisschen hoch und runter, weil ich lange, lange nicht mehr aufgenommen habe. Aber in dieser Folge haben wir uns jetzt fest vorgenommen, den Mörder zu, oder die Mörder besser gesagt, wir gehen von zwei aus, zu entlarven. Und ich glaube, ich laufe genau in die falsche Richtung. Weil wir gesagt haben, zum Barwagen. Ah doch, ist doch richtig. Monsieur Bouc, ist das Zugpersonal in Ihren Quartieren eingeschlossen? Oui, das sind sie. Dann ist die Bühne frei für den letzten Akt. Mesdames et Messieurs, ich habe Sie versammelt, damit Sie meiner Rekonstruktion des Mordes an Samuel Edward Ratchet, auch bekannt als Cassetti, lauschen können. Es gibt nicht nur eine, sondern zwei mögliche Lösungen für dieses Verbrechen. Ich werde Ihnen beide vorlegen und dann Monsieur Bouc und Dr. Constantine bitten, zu beurteilen, welche davon die richtige ist. Zwei Lösungen? Monsieur Poirot, ich bin wohl kaum qualifiziert. Und doch ist Ihre Unterstützung vonnöten. Sie alle kennen die Fakten des Falls. Ratchet wurde an diesem Morgen erstochen aufgefunden. Das letzte Mal, dass er lebend gesehen wurde, war um 0 Uhr 37 gestern Nacht, als er durch die Tür mit dem Schlafwagenschaffner sprach. Seine Uhr war stark beschädigt und um 15:15 stehen geblieben. Dr. Constantine, der die Leiche untersucht hat, hat den Todeszeitpunkt auf die Zeit zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens festgesetzt. Eine halbe Stunde nach Mitternacht wurde der Zug, wie Sie alle wissen, durch eine Lawine aufgehalten. Danach war es niemandem mehr möglich, den Zug zu verlassen. Hier also ist meine erste Theorie. Unser Gegner hat den Zug, wie von Ratchet erwartet, in Vinkovci durch die von Captain Arbuthnot und Monsieur McQueen offengelassene Tür betreten, als die beiden gerade auf den Bahnsteig hinabgestiegen waren. Über seiner gewöhnlichen Kleidung trug er eine Schaffnerjacke. Er besaß außerdem einen Generalschlüssel, der es ihm ermöglichte, sich Zugang zu Ratchets Abteil zu verschaffen, obwohl dessen Tür verriegelt war. Ratchet stand unter dem Einfluss eines Schlafmittels. Dieser Mann stach auf grausamste Weise auf ihn ein und fügte ihm ein Dutzend Wunden zu. Er verließ das Abteil durch die Verbindungstür zu Madame Hubbards Abteil. Das stimmt. Ich habe mich fast zu Tode erschreckt. Der Mörder ließ das Tatwerkzeug, einen Dolch, im Vorbeigehen in Madame Hubbards Handtasche gleiten. Ohne es zu wissen, verlor er in diesem Moment einen Jackenknopf. Dann schlich er auf den Korridor. Er verstaute die Schaffnerjacke im Koffer von Ermittlerin Locke, um den Verdacht auf sie zu lenken. Und ein paar Minuten später verließ er den Zug in seiner normalen Kleidung, gerade bevor dieser sich wieder in Bewegung setzte, über dieselbe Tür wie zuvor, die Tür neben dem Restaurantwagen. Das ist die erste Hypothese, aber es gibt noch eine zweite. Für diese müssen wir das Motiv des Verbrechens untersuchen. Wieso wurde Ratchet umgebracht? Ja, definitiv Rache. Also ich glaube nicht, dass es um Geld ging. Das Motiv ist klar. Rache, natürlich. Es wurde nichts gestohlen und wir wissen, dass Ratchet viele Feinde hatte. Das war ein vorsätzliches Verbrechen, das akribisch geplant wurde. Ja, kurz vor der Abfahrt aus Istanbul natürlich nicht, mehrere Monate vor der Abfahrt.
Und zwar seit der Entführung und dem Tod der kleinen Daisy Armstrong, der viele Menschen traumatisiert hat, die der Familie nahestanden. Selbst als die Polizei zu dem Schluss kam, dass es Suzanne Moreau war, blieben Fragen offen. Ermittlerin Locke führte ihre Ermittlungen fort. Und andere ebenfalls. Sie kamen zu der Überzeugung, dass die Wahrheit anderswo zu finden sei. Wir wissen nun, wer der wahre Mörder von Daisy ist. Ja, klar. Es ist nun klar, dass Ratchet Daisys Mörder war, der auch als Cassetti, Michael Clark und wer weiß wie vielen anderen Namen bekannt war. Aber selbstverständlich wussten viele von ihnen das schon lange vor mir. Es ist offensichtlich, dass die 12 Stichwunden keine rein zufällige Zahl sind. Dr. Konstantines Untersuchung hat ergeben, dass manche der Stichwunden von einem rechtshändigen Angreifer verübt wurden, während andere darauf hinweisen, dass das Messer mit der linken Hand geführt wurde. Manche Wunden waren tief und mehr als eine war tödlich. Wieder andere waren kaum tiefer als ein Kratzer. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanzen? Diese Frage führt uns zu einer offensichtlichen Schlussfolgerung. Sie sind symbolisch. Ein Geschworenengericht im Justizsystem. Daisys Alter. Wie alt war die? War die 12? Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das irgendwo aufgeschrieben habe, wie alt die war. Ich habe, glaube ich, nur alles aufgeschrieben, wer wen wo gesehen hat, um wie viel Uhr und so weiter. Ich meine aber nicht, dass ich aufgeschrieben habe, dass sie 12... Ich meine aber, sie wäre 12 gewesen. Ich bin mir nicht richtig, nicht sicher. Ein Geschworenengericht in der USA, gut. Haben die 12? 12 Geschworenen? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, Daisy war 12. Komm schon, Poirot. Achso. Daisy war 3 Jahre alt. Ach, 3 erst. Ich habe das völlig falsch in Erinnerung. Oh mein Gott. 12 Stiche. 12. Aus so vielen Menschen besteht in den Vereinigten Staaten ein Geschworenengericht. In diesem Fall waren es nicht nur 12 Geschworene, die ihn zum Tode verurteilten, sondern außerdem 12 Henker. Diese selbsternannten Geschworenen hatten alles akribisch geplant. Außer Schnee. Schnee. Die Lawine, die uns zum Stehen gebracht hat. Und dazu die Anwesenheit von nicht allein einem, sondern 2 Ermittlern im Zug. Sie mussten improvisieren, um eiligst Hinweise und falsche Fährten zu legen. Ja, der rote Kimono, Schaffnerjacke, also eigentlich alles, ne? Diese Frau im roten Kimono existiert nicht. Ich weiß nicht, wer von den Passagieren es war. Es ist auch nicht wirklich wichtig. Es war lediglich eine Vorstellung, eine Charade, um einen weiteren Täter ins Spiel zu bringen und so die Spuren zu verwischen. Die Zeit auf Regis Uhr wurde absichtlich umgestellt, um die wahre Tatzeit zu verschleiern. Das Fläschchen Verdampferliquid belastet Captain Arbuthnot. Allerdings besitzt er ein solides Alibi, das von Monsieur McQueen bestätigt wurde. Es war also unmöglich, ihn zu verdächtigen. Die Jacke des Schaffners, die man im Koffer von Ermittlerin Locke fand, diente lediglich dazu, den Verdacht auf sie zu lenken. All diese falschen Fährten waren für mich bestimmt. Aber ich bin Poirot. Ich habe die Wahrheit enthüllt. Wir haben einen Zug voller Verdächtiger. Es ist an der Zeit, die wahren Täter zu identifizieren. Fangen wir bei Ermittlerin Locke an. Was? Hat sie ihn erstochen? Nee.
Also, ich gehe nicht davon aus. Was entlastet sie? Sie ist Polizeiermittlerin. Sie wurde während des Verbrechens nicht gesehen. Ja, das auch. Sie wurde unter... unter Betäubungsmittel auch noch. Die Schaffnerjacke in ihren Koffer zu legen, war ein Versuch, Ermittlerin Locke zu belasten. Aber ihren betäubten Zustand konnte sie nicht vortäuschen. Dr. Konstantine kann bezeugen, dass der manipulierte Tee sie stundenlang außer Gefecht gesetzt hat. Dazu hatte sie im weiteren Verlauf noch zweimal damit zu kämpfen. Kommen wir nun zu Monsieur McQueen. Als ich ihm von Cassetti erzählte, wirkte er sehr überrascht darüber, dass es mir gelungen war, die Verbindung zwischen ihm und dem Fall Armstrong herzustellen. Er sagte mir, aber ich dachte, wir hätten... Ich denke, er meinte eher Folgendes. Wir hätten alle Hinweise beseitigt. Ich dachte, wir hätten den Täter bereits verhaftet. Nee, das nicht. Sie dachten, Sie hätten keine echten Hinweise hinterlassen, die den Mord mit der Armstrong-Entführung in Verbindung bringen könnten. Darüber hinaus beachten Sie darauf, dass Ratchet kein Französisch gesprochen hätte. Obwohl Sie wussten, dass ich eine französisch rufende Stimme gehört hatte, die angeblich zu Ratchet gehörte. Also, ob er ihn erstochen hat, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass er da mitgemacht hat. Also, wenn die wirklich alle... Also, wenn er schon meint, dass er die Beweise... Ne? Dann muss er ja eigentlich mitgemacht haben. Was belastet ihn? Er war sein Sekretär? Hä? Das belastet ihn noch nicht. Das zerrissene Foto war bei Ratchet drin, ne? Das war mit seinem Vater? Es hatte ihnen eine gewisse Freude bereitet, mir falsche Hinweise zu hinterlassen, so denke ich. Es war recht lästig. Aber sie haben mir selbst gesagt, dass ihr Vater der Staatsanwalt war, der für den Fall Armstrong zuständig war. Dieser Fall hat meinen Vater verfolgt. Zuerst hat er geglaubt, dass Suzanne Moreau ihrem Freund Noah geholfen habe, sie zu entführen. Und das, obwohl etliche Fragen offen geblieben sind. Und eine junge Polizistin hat sich geweigert, die Sache auf sich beruhen zu lassen und fand weitere Unstimmigkeiten. Aber nie genug, um den Fall neu aufzurollen. Diese Polizistin sitzt dort. Ihr Name ist Joanna Locke. Dann sagen Sie es ihm. Sagen Sie ihm, dass mein Vater ihn am Ende geglaubt hat. Dass er einen Beruf aufgab, den er liebte. Wegen all der Schuldgefühle, weil er dieses Monster hatte entwischen lassen. Er starb. Gebrochen. Und mit einem erschütterten Glauben an die Gerechtigkeit. Das ist es, was Ratchet ihm angetan hat. Vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit, Monsieur McQueen. Ihr Vater ist ein weiteres Opfer des Mannes, der sich selbst Ratchet nannte. Nun werde ich mich Ratchets Bedienstetem zuwenden. Monsieur Masterman. Ich denke, dass er mit da was zu tun hat, weil die waren ja auch auf der Wand, ne? Ratchet hat gespürt, dass er sich in Gefahr befindet und wollte natürlich wach bleiben. Sie haben ihm ohne sein Wissen Schlaftabletten verabreicht. Als er dann fest schlief, konnten sie in Ruhe erledigen, was sie zu tun hatten. Sir, ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Ich war Colonel Armstrongs Adjutant im Krieg. Und später war ich sein Kammerdiener in New York. Ich fürchte, diese Tatsache habe ich Ihnen heute Morgen verschwiegen. Es war sehr falsch von mir, Monsieur Poirot, aber ich wusste, wie verdächtig das wirken würde. Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Das ist alles, Sir. Nun, damit wir auch niemanden auslassen, wenden wir uns Monsieur Bouc zu. Was werde ich nun verdächtigt? hat irgendeine Spur auf den geführt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber er hatte, meine ich, überhaupt gar keine Verbindung zu ihm, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
Was entlastet ihn? Unsere Freundschaft, ja super. Bug, mon ami, natürlich sind Sie unschuldig. Sie haben alles in Ihrer Macht Stehende getan, um mich in diesen Zug zu bekommen. Welcher Wahnsinn würde Sie dazu bringen, und das sage ich in aller Bescheidenheit, den besten Detektiv der Welt als Zeugen Ihres Verbrechens zugegen haben zu wollen? Aber zählt denn unsere Freundschaft nicht auch? Aber ganz sicher. Nur kann ein Mörder alle möglichen Masken tragen. Jene der Freundschaft. Angeschlossen. Betrachten wir nun unseren stets tüchtigen Schlafwagenschaffner, Pierre Michel. Ich meine, er hatte auch vorhin sowas gesagt, womit er sich verraten hatte. Er hatte sie betäubt. Wobei ihn das jetzt nicht unbedingt belastet. Erst Mademoiselle Moreaus Vater. Moreau. Ach so, ja, das Kindermädchen. Ja, doch, da war ja was mit Schwiegersohn, ne? Oh, das ist sein Motiv. Ich brauche handfeste Beweise. Ja, ist ja gut. Ihr Geständnis, Ermittlerin Locke betäubt zu haben, belastet sie. Augenblicklich. Außerdem wäre der Mord ohne ihre äußerst fähige Unterstützung nicht möglich gewesen. Ihr Wissen über die Abläufe im Zug haben den Mord erst möglich gemacht. Und ihre Position im Korridor hat es ihnen ermöglicht, das perfekte Alibi für mehrere Passagiere zu sein. Aber was war ihr Motiv? Suzanne Moreau. Daisy Armstrongs armes Kindermädchen, das fälschlicherweise beschuldigt wurde und Selbstmord begangen hat, war ihre Tochter. Cet enfoiré! Er hat bekommen, was er verdient! Meine arme Tochter wurde endlich gerecht! Meine Suzanne. Meine Tochter. Machen wir bei Monsieur Hartmann weiter, einem der drei Detektive an Bord dieses Zuges. Er stand auch mit auf ihrer Liste da, also auf dieser Pinnwand drauf, meine ich. Was belastet ihn? Er ist Detektiv, genau, das belastet ihn. Er gibt vor, ein Verkäufer zu sein. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ach so, doch, doch, ich weiß, was er gesagt hat. Ich denke, dass Sie ein echter Detektiv sind. Aber dass Sie nie von Ratchet beauftragt worden sind. Ihr Alibi war, dass Sie den Korridor beobachtet haben, um Ratchet zu schützen, was Sie natürlich niemals getan haben. Sie haben Pierre Michel geschützt. Allerdings haben wir gerade gesehen, dass sein Alibi nicht wasserfest ist. Und ihre somit auch nicht. Ich weiß nichts vom Schaffner. Als Suzannes Verlobter hatten sie ein beträchtliches Motiv, Ratchet bestrafen zu wollen. Sie haben ihre Ermittlerfähigkeiten genutzt, ebenso wie es Ermittlerin Locke getan hat, um ihn zu jagen und letztlich den Tod ihrer Geliebten zu rächen. Das stimmt, Monsieur Poirot. Ich besitze einige Ermittlerfähigkeiten. Das habe ich nie bezweifelt. Und jetzt zu Mademoiselle Schmidt, dem Dienstmädchen mit der Seele einer Köchin. Ich denke, ja. Ich meine, ihr tat es leid, dass sie die eine hier, diese, ich komme gar nicht auf den Namen, Locke, glaube ich, die Ermittlerin betäubt hat zusätzlich. Aber sie würde das ja nicht tun, wenn sie nicht damit drin hängen würde. Sie hat über das Taschentuch gelogen, stimmt. Dass sie die betäubt hat, belastet sie jetzt nicht unbedingt. Obwohl sie versucht hat, die Prinzessin zu schützen. Okay, belastet sie anscheinend doch. Als ich ihr das bestickte Taschentuch gezeigt habe, ist das kein Beweis dafür, dass sie schuldig sein könnte? Ja gut, dann nehmen wir halt das mit dem Betäuben.
Mademoiselle Schmidt, Sie haben mir von Ihren Gewissensbissen erzählt, weil Sie Ermittlerin Locke betäubt haben. Ich glaube, dass Sie ehrlich sind. Doch, als Köchin der Familie Armstrong standen Sie im Zentrum der Tragödie. Der Tod von Daisy, dann Sonja Armstrong, die bei der Geburt starb, und schließlich Susan und John Armstrong. So viel Unglück in einer einzigen Familie. Da ist der Tod dieses Verbrechers nur gerecht. Widmen wir uns Gräfin Andrenier. Ich war von der Ernsthaftigkeit ihres Mannes beeindruckt, als er mir feierlich auf seine Ehre schwor, dass seine Frau in dieser Nacht ihr Abteil nicht verlassen hätte. Sollte ich ihm glauben? Ob sie die erstochen hat, weiß ich nicht, aber sie hat auf jeden Fall was damit zu tun und könnte halt schuldig sein. Selbst wenn es logisch scheint, ist es komplizierter als das. Ich glaube, Gräfin Andrenier. Ja, ich eigentlich auch, aber gut, dann nehmen wir halt nein. Sie ist die Schwester, sie ist moralisch nicht in der Lage, jemanden zu stechen. Sie ist zu schwach, um zuzustechen, ja. Obwohl, wenn einer mal im Rage ist. Also, dass sie die Schwester ist, entlastet sie nicht gerade. Gräfin Andrenier, als Sonja Armstrongs Schwester, hatten sie allen Grund der Welt, sie rächen zu wollen. Aber sie waren nicht in der Lage, jemanden zu erstechen, selbst nach dem, was er ihnen und ihrer Familie angetan hatte. In der Nacht des Verbrechens haben sie einfach eine Schlaftablette zu sich genommen. Wie ironisch, dass Ermittlerin Locke ganz in der Nähe ebenfalls einen betäubten Schlaf hielt. Als sie aufwachten, dachten sie, der Albtraum sei vorbei. Rudolf? Ruhig, meine Liebe. Bleib ruhig. Hervorragende Überleitung. Zu Ihnen wäre ich als nächstes gekommen. Graf Andrenier. Ihn kann ich sehr schwer einschätzen, bin ich ganz ehrlich. Der hat zwar gesagt, dass sie die ganzen... Wie war das nochmal? Hat sie nicht gesagt, dass sie zwischendurch mal wach geworden ist und er nicht da war? Habe ich das richtig im Kopf? Also wenn er zwischendurch nicht da war, dann wird er wohl dabei gewesen sein. Ihm hat seine Nase nicht gefallen. Er hat es anstelle von, ja... 12 Menschen. Ein Geschworenengericht. Das war ihnen allen sehr wichtig. Da Gräfin Andrenier nicht auf Ratchet einstechen wollte, musste jemand anderes ihren Platz einnehmen. Und sie, Graf, der geliebte Ehemann. Ich habe gesehen, mit welcher Inbrunst sie ihre Frau lieben und beschützen. Genug! Ich würde alles für Helena tun. Alles! Sogar das. Oui, sogar das. Kommen wir zu Monsieur Foscarelli. Der war... Foscarelli. Ich kann ihn gerade nicht einschätzen. War der mit auf der Pinnwand drauf? Ich sag mal ja. Er ist Italiener, genau. Das macht ihn verdächtig. Oder auch, dass er athletisch ist. Ermittlerin Locke hat herausgefunden, dass sie der Fahrer der Armstrongs waren und dass sie geplant haben, im selben Zug und zur selben Zeit zu reisen wie Ratchet. Das hat sie dazu veranlasst, sich ebenfalls eine Fahrkarte zu besorgen. Unglücklicherweise konnte sie den Mord nicht verhindern. Hat es Ihnen die Sprache verschlagen, Monsieur Foscarelli? Daisy. Sie war die Freude des Hauses. Sie sagte immer Tonio zu mir. Und sie setzte sich gern ins Auto und tat so, als würde sie mich fahren. Und Sie, Mademoiselle Olson, eine Verfechterin der Einwanderer, eine würdige Berufung. Ich meine ja, ne?
Also bei ihm wusste ich's oder war ich mir nicht ganz sicher, ob er derjenige war, der auf dem Foto war. Aber stimmt, das war der Fahrer. Sie, meine ich, stand auch damit in Verbindung. Debenhams Alibi. Der Türriegel. Moment. Huba. Die ist daneben. Aber was sollte die jetzt? Zugegeben, sie hat mich wegen Mademoiselle Debenhams Terminplänen angelogen, aber eine Lüge macht sie nicht schuldig. Ja, dann, ich weiß nicht genau, was er jetzt mit Türriegel meinte. Mademoiselle Olson, Sie haben Madame Hubers Geschichte über die Türklinke Ihrer Verbindungstür gestützt. Eine Geschichte, die ich später als unmöglich entlarvt habe. Sie haben mich also absichtlich belogen. Und Sie haben auch über Mademoiselle Debenhams Aufenthaltsort gelogen. Genug. Ich halte das nicht mehr aus. Ich weiß, was Sie von mir wollen, Monsieur Poirot. Nun gut, da haben Sie es. Sie war meine kleine Daisy, mein Engel, so geduldig, wenn ich eine Schramme versorgte oder ihre Temperatur maß. Das war mein Job. Aber für mich war sie so viel mehr. Sie war ein strahlendes Licht in einer immer dunkler werdenden Welt. Ich habe versucht, sie zu ehren, indem ich mich um Kinder kümmerte, die alles verloren hatten. Merci beaucoup, Mademoiselle Olson. Auch Sie haben Licht in Ihren Teil des Geheimnisses gebracht. Nee, das Kindermädchen war sie ja nicht, das war ja die andere. Sie waren Daisy Armstrongs Krankenschwester. Ich habe keine weiteren Fragen an Sie. Es reicht, dass Sie die Dinge zugegeben haben, von denen ich weiß, dass sie wahr sind. Und ich verstehe. Weiter geht's. Dr. Konstantine. Sie verdächtigen mich? Ich kenne keinen dieser Leute. Ich kannte auch Ratchet nicht. Und ich habe einen feierlichen Eid geschworen, Menschen zu helfen, nicht sie zu ermorden. Ich meine auch, dass der nirgendwo da drin gewesen ist. Was entlastet ihn? Er ist Arzt, er hat bei den Ermittlungen geholfen. Dr. Konstantine hat meine Ermittlungen sicherlich unterstützt. Das beweist aber nicht, dass er unschuldig ist. Ja, aber was ist denn Bugs Aussage gewesen? Sie sind eine der wenigen Personen in diesem Raum, die keine Verbindung zum Fall Armstrong hat. Außerdem wird Ihr Alibi von Bug bestätigt, dem ich mein Leben anvertrauen würde. Oh, welche rührende Worte, mon ami. Kommen wir jetzt zu Mademoiselle Debenham und Captain Arbuthnot. Ihre Beziehung war für mich offensichtlich, nachdem ich Ihr Hotelzimmer begutachtet hatte. Sie besitzen die verdammte Frechheit? Das tue ich in der Tat. Wir heiraten. Meine Glückwünsche. Aber ich würde lieber über Ihre Beziehung zu John Armstrong sprechen. Meine Glückwünsche. was verbindet Captain Arbuthnot mit John Armstrong? Er war sein Liebhaber. Nein. Ja, die waren, glaube ich, beide Soldaten. Ne? Der eine hat, glaube ich, auch gesagt, dass er Soldat war. Nein, geh jetzt da rein. Et voilà. Captain Arbuthnot. Sie haben mit John Armstrong in der Armee gedient. Ich verstehe jedoch nicht, warum ein Mann in Ihrem Alter noch immer Captain ist. Man würde erwarten, dass Sie heute zumindest Colonel sind. Haben Sie je im Krieg gekämpft, Poirot? Der Krieg war es, der mich nach England gebracht hat. Dann wissen Sie ja, wie das ist. Die Schreie, die Toten, die Fehler. Auf Grundlage von Informationen, die sich als falsch erwiesen, habe ich eine Truppe in den Tod geschickt. Gute Männer. Mutige Männer. Verloren.
John hat für mich vor einem Kriegsgericht ausgesagt. Ich bin kein Colonel. Das verdiene ich nicht, sie verdammter Narr. Aber ich sitze auch nicht im Gefängnis. John ist mein bester Freund geblieben, bis... So, jetzt kennen Sie meine Geschichte. Verstehen Sie jetzt? Archie, beruhige dich bitte. Du hast recht, Mary. Ich werde nie verstehen, was du in mir siehst. Oh, Archie. Ich sehe das in dir, was John gesehen hat. Mademoiselle Debenham, es tut mir leid. Jetzt bin ich an der Reihe, nicht wahr? Ich fürchte, dem ist so. Und Sie haben bei mir für recht große Verwirrung gesorgt. Ihre Verbindung zur Familie Armstrong war nicht offensichtlich. Dann erinnerte ich mich an Ihren aktuellen Beruf. Nein, ich weiß es doch nicht mehr. War das Lehrerin? Die war doch die Lehrerin, oder? Ja. Das ist die richtige Antwort. Sie waren die Lehrerin von... Ja, von Daisy wahrscheinlich eher nicht, weil die war 3 Jahre, wie will er jetzt wissen? Und nicht 12, wie ich fälschlicherweise glaubte, mich zu erinnern. Ja, aber von Helena, dann müsste die ja noch älter gewesen sein. Aber mit 3 Jahren hat man ja keine Lehrerin. Aber die Helena, die ist doch schon erwachsen. Die sieht ja jetzt nicht so alt aus. Moment, Adrenji, das ist aber die, wo der Mann sie so beschützt hat, ne? Bin mir jetzt gerade so gar nicht... Also mit 3 Jahren hat man doch keine Lehrerin. Aber ich bin mir jetzt gerade auch überhaupt nicht sicher. Sie waren die Lehrerin von Elena Andrenyi, deren Mädchenname Elena Goldenberg war, bevor sie Graf Andrenyi ehelichte. Ja, das stimmt. Warum sollte ich sie anlügen? Sie war eine hervorragende Schülerin. Captain Arbuthnot. Er könnte, ne? Weil er halt so sauer darüber ist, dass er sich das... Also der Mann hat sich ja das Leben genommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. McQueens Aussage. Moment, Zigarettenflüssigkeit? Ich glaube, er hatte keine Zigarettenflüssigkeit, oder? Sie hatten dank Monsieur McQueen eines der stärksten Alibis. Aber seine Aussage schmolz dahin wie eine Schneeflocke. Ihr Alibi hat sich aufgelöst. Puff. Es sei denn, Sie haben noch ein anderes. Was Sie betrifft, Mademoiselle Debenham. Naja, sie ist die Lehrerin von der... Ach, was waren die einen jetzt? Die Tante oder was? Nee, die Schwester, glaube ich, von der Mutter, ne? Aber hat die deswegen... Hat sie die deswegen erstochen? Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen nein, aber er sagt jetzt wahrscheinlich ja. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Okay, dann switchen wir mal auf ja um. Was belastet sie? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ja, ich denke, wenn, dann wahrscheinlich eher, weil sie ihm helfen wollte. Ihre enge Beziehung zu einem Schuldigen in diesem Fall, selbst ihr Motiv, machen sie nicht zwangsläufig zu einer Schuldigen. Naja, aber das andere, Diskussion im Bahnhof macht sie auch nicht zu einer Schuldigen. Also ich weiß nicht, worum es jetzt in der Diskussion ging. Mademoiselle Hudson war die Einzige, die ihr Alibi bestätigen konnte. Ich denke, Sie erahnen es bereits. Nun gut, Monsieur Poirot. Sind Sie zufrieden? Das werde ich in Kürze sein.
Jetzt muss ich mich Sonja Armstrongs Patentante widmen. Prinzessin Dragomirov. Sie hat gesagt, er hat bekommen, was er verdient hat, ne? Linkshändlerin war die, meine ich nicht. Ich meine, wir hatten herausgefunden, dass keiner von denen Linkshändler war. Ihre Assistentin zählt zu den Komplizen. Aber diesen Umstand kann ich nicht gegen sie verwenden. Ja, sie ist eine Frau mit Charakter, kann ich ja auch nicht sagen. Ist sie echt Linkshändlerin gewesen? Ich meine, sie war keine. Ich meine, wir hatten keine einzige Linkshändlerin gefunden. Prinzessin Dragomirov. Sie waren zu Beginn nicht auf meiner Liste der Verdächtigen. Aufgrund ihrer sozialen Stellung. Ich habe meine soziale Stellung in diesem bitterkalten Land zurückgelassen. Haben Sie etwas dagegen mit Prinzessin angesprochen zu werden? Warum sollte ich den Leuten diese Gelegenheit verwehren? Davon können sie schließlich ihren Freunden erzählen. Es garantiert auch einen guten Tisch in den besten Restaurants. Prinzessin, da wäre auch, verzeihen Sie, Ihre extreme körperliche Gebrechlichkeit. Das hält mich nicht auf, wenn ich stark sein muss. In der Tat. Von größerer Bedeutung allerdings ist die Tatsache, dass Sie die einzige linksendige Person in diesem Zug sind. Und dass der einzige Hieb eines Linksenders, vergeben Sie mir, schwach war. Und zuletzt, so fürchte ich, weiß ich, dass das Alibi, welches Sie sich mit Mademoiselle Schmidt geteilt haben, nicht stimmt. Sie sind sehr gründlich, Monsieur Poirot. Ich hoffe, Sie erlauben mir zu sagen, dass wir uns sehr ähnlich sind. Ich fühle mich geehrt. Jetzt ist es an der Zeit, mit Madame Hubbard zu enden, oder sollte ich sagen? Also Sonja Armstrong war die Mutter, ne? Linda Arden. Wenn Prinzessin Dragomirov mir nicht von ihrer Beziehung mit der berühmten Schauspielerin erzählt hätte, wäre mir die Verbindung möglicherweise nie aufgefallen. Sie sind wahrlich eine großartige Schauspielerin, Madame. Ihre Darbietung einer egozentrischen, aufbrausenden Frau war umwerfend. Ich wäre da niemals drauf gekommen, was sie mit der Familie Armstrong verbindet. Nun, das ist offensichtlich. Für wen? Für mich nicht? Sonjas Mutter? Aber die hat doch einen komplett anderen Namen. Madame Dragomirovs Schwester? Wie hat er sie jetzt genannt? Oh. Also Daisys Mutter war es nicht. Daisys Patin könnte es natürlich sein. Probieren wir mal. Ich habe absolut keine Ahnung gerade. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Ja, dachte ich auch nicht. Aber also, Moment, Sonjas Schwester, das ist die... Also entweder ich tendiere zwischen Sonjas Schwester und Madame Dragomirs Schwester. Die wären so ungefähr im gleichen Alter, ne? Die andere ist ein bisschen älter. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich probiere es mal einfach aus. Denk nach, Poro. Das kann nicht die Antwort sein. Also die Mutter war es nicht, das Kindermädchen war es nicht. Patin habe ich ja gerade schon ausprobiert. Madame Tante? Diese Antwort mag... Ja, ist ja gut. Dann kann ja nur noch das übrig bleiben, oder? Nicht gut. Hä? Patin habe ich doch eben... Hä? Ach, Sonjas Kindermädchen. Ach, ich bin so doof. Ja, ich glaube, die haben das mal gesagt, oder?
Diese Antwort Nein. mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Aber ihre Mutter könnte es sein. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ach, ich habe Daisy und Sonja, hab's vorgelesen und nicht kapiert Madame irgendwie. Hubert, Sie sind die Mutter von Sonja Armstrong und Madame Andrenyi. Ah Gott, ja, dann ist sie sehr verdächtig. Ja, sie war ja im Nebenzimmer, genau, der Kulturbeutel und der Türriegel. Madame Hubert, Sie sind wirklich eine bemerkenswerte Schauspielerin. Sie haben so viel Mühe in Ihre Figur und in die Inszenierung des Mordes gesteckt. Ich habe es als perfektes Mosaik betrachtet, in dem jede Person seine oder ihre zugewiesene Rolle gespielt hat. Es war so sorgfältig arrangiert, dass sogar in dem Fall, dass der Verdacht auf jemanden fallen sollte, stets die Beweise von einem oder mehreren der anderen die verdächtige Person entlasten und den Sachverhalt verschleiern würden. Alles war bis le plus petit détail geplant. Aber sie hatte nicht erwartet, dass Ermittlerin Locke und ich in diesem Zug sein würden und dass die Lawine diesen in der Mordnacht blockieren würde. Sie mussten improvisieren. Aber auch damit waren sie als Schauspielerin vertraut. Also haben sie die Geschichte mit dem von der Handtasche verdeckten Riegel der Verbindungstür zu Regis Abteil erfunden. Ich habe mich selbst immer in komödiantischen Rollen gesehen. Der Ausrutscher mit der Kulturtasche war albern. Das zeigt nur, dass man immer ordentlich proben sollte. Sie wissen alles, Monsieur Poirot. Sie sind ein außergewöhnlicher Mann. Aber selbst Sie können sich nicht ganz vorstellen, wie es war. An diesem furchtbaren Tag. Ich war einfach verrückt vor Trauer. Und die Bediensteten ebenfalls. Wir haben an Ort und Stelle entschieden, dass das Todesurteil, dem Ratchet entgangen war, vollstreckt werden musste. Es waren 12 von uns. Oder eher 11. Susannes Vater war natürlich drüben in Frankreich. Zuerst haben wir gedacht, dass wir auslosen würden, wer es tun muss. Aber letztlich haben wir uns für diesen Weg entschieden. Die Idee kam von Antonio, dem Fahrer. Mary hat die Details dann später mit Hector McQueen ausgearbeitet. Es hat sehr lange gedauert, unseren Plan zu perfektionieren. Erst mussten wir Ratchet finden. Das hat Hartman schließlich geschafft. Dann mussten Edward und Hector einen Job bei ihm annehmen. Nun, das haben wir geschafft. Dann nahmen wir Kontakt zu Susannes Vater auf. Captain Arbuthnot war sehr daran interessiert, dass wir zu 12 sind. Er schien zu denken, dass es der Sache eine gewisse Legitimität geben würde. Die Idee mit dem Erdolchen gefiel ihm nicht besonders, aber er stimmte zu, dass es die meisten unserer Probleme lösen würde. Susannes Vater willigte ein. Susanne war sein einziges Kind gewesen. Wir wussten von Hector, dass Ratchet früher oder später im Orient-Express aus dem Osten zurückkehren würde. Da Pierre Michel tatsächlich in diesem Zug arbeitete, war die Chance zu gut, um sie zu verpassen. Der Mann meiner Tochter musste es natürlich erfahren und er bestand darauf, mit ihr im Zug zu sein. Hector sorgte dafür, dass Ratchet den richtigen Reisetag wählt, sodass Michel Dienst haben würde. Und dann kamen Sie im letzten Augenblick dazu. Was den Rest der Geschichte betrifft, so haben Sie alles herausgefunden, Monsieur Poirot. Sie hatten mit uns allen recht. Was werden Sie deswegen unternehmen? Wenn alles ans Licht kommen muss, können Sie die Schuld nicht auf mich schieben? Und nur auf mich? Ich wäre willens gewesen, diesen Mann 12-mal niederzustechen. Nicht nur, dass er für den Tod meiner Tochter und ihres Kindes verantwortlich war. Und für den des anderen Kindes, das jetzt froh und lebendig sein könnte. Es war mehr als das. Vor Daisy sind schon andere Kinder entführt worden. Und in der Zukunft hätten es noch mehr werden können. Die Gesellschaft hat ihn verurteilt. Wir haben das Urteil nur vollstreckt. Aber es ist nicht nötig, all die anderen mit einzubeziehen. All diese guten, treuen Seelen. Sie sind der Leiter dieses Unternehmens, Monsieur Bouc. Was sagen Sie? Meiner Meinung nach, Poirot, war Ihre erste Theorie die richtige. Ganz eindeutig. Ich schlage vor, dass das die Lösung ist, die wir der Polizei bieten. Sind Sie einverstanden, Doktor? Natürlich stimme ich zu.
Was die medizinischen Beweise anbelangt, denke ich, dass ich ein oder zwei fantastische Vorschläge gemacht habe. Nun, jetzt, da ich Ihnen meine Lösung präsentiert habe, habe ich die Ehre, mich von dem Fall zurückzuziehen. Ja, wir haben den Mordfall gelöst. Aber irgendwie bleibt dann doch ein wenig, ja, was Seltsames zurück, sage ich mal. Was war das? Es tut mir leid, Sie mitten in der Nacht geweckt zu haben, Poirot. Aber es konnte nicht warten. Es gab ein Detail, das mich in der vorläufigen Autopsie von Ratchets Leiche gestört hat. Ich bin zurück, um die Leiche zu untersuchen und habe eine Wunde gefunden, die von einer anderen verdeckt wurde. Der Hieb, den ich nicht gesehen hatte, wurde von einer dünneren, schärferen Klinge verübt. Es gab also nicht 12, sondern 13 Stichwunden. 12 Ibe für 12 Geschworene. Das funktioniert nicht mit 13 Wunden. Die ganze Symmetrie ist zerstört. Ist es nicht möglich, dass einer der Täter zweimal zugestochen hat? Doktor, es wurde ein anderes Messer verwendet. Es gibt nur eine Erklärung. Auf die eine oder andere Weise. In diesem Zug befindet sich ein 13. Mörder. Wir müssen es Buck erzählen. Der Fall ist nicht gelöst. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.